Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gut drauf. Und ich bin auch super drauf, bis auf einen Punkt, den ich zu spät gemerkt habe. Darüber sprechen wir als erstes. Was ich euch jetzt zeige, ist ein geklauter Mock. Ich habe den gesehen in einem Laden für ein gutes Angebot. Und dann habe ich kurz geguckt, leider nur flüchtig. Habe nichts in der Farbgebung gesehen, was ich euch jetzt zeige. Und ist mir dann erst später nach dem Bauen eine bekannte Sache aufgefallen, da komme ich gleich. Und die ist mir bekannt vorkommen beim Blättern und dann habe ich gesehen, dass jemand den doch gebaut hat, nämlich Schipos Garage. Link kommt unten. Also kriegt der gute Mann 10 Euro, logisch, ne? Und so viel kostet seine Anleitung. Es gibt noch eine PF-Anleitung, kommen wir nachher dazu. Also, nur dass ihr es wisst, ich bin halt darauf eingegangen, er hat neben in Rot gebaut. Deswegen ist mir das nicht gleich aufgefallen. Erst wo ich angefangen habe zu bauen, dachte ich, die Front kommt mir doch bekannt vor. Und zwar geht es um diesen Jeep Wrangler von Moltke, eben designt bei Schipos Garage. Und eins vorneweg, Schipos Garage, wow, Respekt. Abgesehen nämlich von diesem negativen Punkt, dass ein geklauter Mock ist, ist das Teil das genialste Stück Autotechnik, das ich bis jetzt gebaut habe. Es sind 2096 Teile. Und wie man unschwer erkennen kann, man kann tatsächlich mal von Anfang an erkennen, was es ist. Es braucht keine Drucke. Auch wenn es ein paar Aufkleber gibt. Und damit kommen wir auch zu der Qualität mal kurz, bevor wir uns in die Details dieses schönen Wägelchens stürzen, ist in Gobrix-Steine. Klemmkraft, alles härter als bei Lego, aber alles machbar, 8-9-Jährige aufwärts. Ne? Rein von der Klemmkraft her, vom Verständnis her, da würde ich eher sagen, man sollte ein bisschen Erfahrung haben, aber nicht allzu viel. Es ist gut erklärt und wenn man sich genügend Zeit nimmt, Konzentration, dann kriegt man das hin. Das ist mal sicher so. Die Aufkleber, guck dir mal. Ist doch der Hammer, oder? Das ist ein riesen Aufkleber in Grün. In der gleichen Farbe, die schaffen es tatsächlich mal den Farbton zu treffen. Das ist das erste Modell, das ich in der Hand habe, wo der Farbton mal tatsächlich trifft. Finde ich gut. Transparent wäre mir immer noch lieber gewesen, aber naja, hey. Hat mal getroffen. Cool. Und jetzt gehen wir mal durch. Guckt einmal an. Guckt es mal an. Die Front ist doch richtig grandios. Die ist doch richtig grandios. Die wirkt doch richtig Jeep-mäßig. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich dieses dunkelgrün gemacht habe, aber ich habe den bei uns auch schon rumfahren sehen in den Farben. Ist also nicht nur Militär vorbehalten. Guckt mal die Motorhaube. Verjüngt sich die nicht so richtig herrlich? Und das ist sehr solide gemacht. Sehr solide. Auf den Motorraum gehen wir gleich noch ein. Und dann die Seite. Toll verkleidet. Toll die Form hingekriegt. Auch hier, das hier könnte man jetzt noch ein Stück höher machen. Selbst in der Rallye-Variante. Aber ist im akzeptablen Bereich. Ist gut. Wir haben hier hinten eine schöne Ladefläche. Die kann man aufmachen. Zeige ich auch gleich. Das macht doch was her. Und damit fangen wir doch mal an auf die kleinen Details. Das erste Mal, hört zu, es gibt ein kleines Knarzen. Und wenn ich den zumache als erstes, dann ist er noch nicht ganz zu. Klick. Klick. Genial. Genial. So muss es sein. Dann haben wir hier den Motorraum und wir haben tatsächlich diesen alten großen Kolben drin. Ne? Ansonsten ist drumherum einfach alles ein bisschen zugebaut, aber das ist völlig okay. Nicht allzu luftig nach unten durch. Ein bisschen schon, aber cool. Solide,
eher im klassischen Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Aber nicht so freistehend wie bei vielen anderen Modellen. Das finde ich toll, das gefällt mir. Hier kommt natürlich, wie ihr ungefähr erkannt habt, kommt da an die Lenkung runter, nämlich das Lenkrad ist mit der Lenkung verbunden. Halleluja, ist ja auch Technik. Und damit hört es so lange nicht auf. Jetzt fangen wir nämlich gerade erst an, was Technik angeht. Denn, wenn wir jetzt mal von da oben reinschauen, und das wird ziemlich knifflig, weil es ja alles schwarz ist, aber ihr seht die drei Hebel hier hinten. Diese Hebel haben eine Funktion. Das eine ist damit Allrad einschalten, Das zweite ist quasi Handbremse. Das dritte ist, um den ganzen noch einen halben Gang alles nochmal zu erhöhen. Hammer! Hier, und jetzt wird es ganz knifflig zu zeigen. Hier haben wir eine Sechsgangschaltung, also 5W und ein R. Und dann kann man das wieder ein rüber. So, komm. Treffe ich es jetzt noch? Da kommen die nächsten mittleren Gänge und wieder eins nach drüben verschieben. So, und die letzten. Hammer! Wir haben ja auch wir haben hier zwei praktikable Sitze, die natürlich nicht so groß sind, weil das da unten sehr, sehr viel Platz wegnimmt. Ne? Weil ich kann ja hier so, hier unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich versuche das mal. Ne? Da könnt ihr das verstellen. Um das Ganze anzutreiben, Allrad, dann sieht man den hier irgendwo. Also ja, genau, pass mal auf. Das ist der nächste Hebel. Und den da hier sieht man praktisch nicht. Den sieht man leider nicht, da geht innen dran was ab. Ich sage euch, so hundertprozentig habe ich das nicht verstanden, es funktioniert alles. Also hundertprozentig habe ich es wirklich noch nicht verstanden. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mehr reinfuchsen. Ich habe es gebaut, aber das ist Technik vom allerhöchsten Güteklasse. Also der Konstrukteur, dem war nichts zu schwör. Also da hat er alles reingebaut, was nur an Technik geht. Das nenne ich mal ein Technikauto. Das nenne ich mal wirklich ein Technikauto. Was mir auch gefällt ist, dass es eine Straßenvariante ist und diese Reifen. Ich liebe die Reifen. Nicht diese üblichen Traktorreifen, wie sie sie gern bei solchen Größen nehmen. Nein, diese Reifen finde ich klasse, gefallen mir sehr gut. Gefallen mir wirklich sehr gut. Also im Cockpit haben wir da hinten halt einen Aufkleber, ne, mit Tacho. Ist klar, brauchen wir nicht zeigen, ist nichts Besonderes. Die Gangschaltung hatten wir, Sitz. Könnt ihr noch mal kurz so reingucken, damit man es nochmal sieht. Es ist leider die bunte Seuche. Schipos Garage, der oder diejenigen, die bieten das Modell nicht nur für eine Bauanleitung zum Kaufen an, und zwar einmal für die Manual, also die Static Version, die ich sie jetzt hier habe, sondern auch als PF-Version, Power Function Version. Dort kostet die Anleitung 15 Euro. Warum auch immer die teurer ist, verstehe ich nicht. Zusätzlich bietet er euch an, seine Modelle auch zusammenzusuchen, und er hat sowohl seine Lieferanten und das Ganze als Komplettpaket zu verschicken. Ich möchte nicht wissen, wie teuer das ist, weil der holt alles Lego-Teile, und das heißt über Brickling, und selbst wenn er das günstiger herkriegt und alles in Konditionen hat, wird das sicher nicht unter 200 Euro bei ihm zu haben sein, oder 300 mindestens. Sei es drum, ich möchte es erwähnt haben, für diejenigen, die Lego-Puristen sind und die sowas lieber original haben, holt es bei ihm. Ich hätte mir das Teil auch nicht gekauft, hätte ich mich richtig richtig informiert. Aber ich hätte es eigentlich ahnen müssen. Ich meine, es ist Mold King eigentlich.
dumm. Ich hatte mir das Modell auch gekauft, weil ich mir gesagt habe, selbst wenn das nicht funktioniert und wenn, oder wenn mir das nicht so toll gefällt, dann habe ich einen geilen Teilespender. Ne? Aber das Teil bleibt, wie es ist. Es ist genial. Es ist ein Lehrreich, es ist ein Lehrstück. Hier hinten haben wir tatsächlich noch eine Klappe. Und wir haben hier unten nochmal Staufläche. Hammer, oder? Hammer. Die Federung, die tut auch ordentlich ihren Dienst. Hinten sackt es jetzt ein klitzekleines bisschen ein. Aber es wird auch ein echtes Auto, wird ganz leicht einknicken, wenn Gewicht da hinten dran ist. Ich finde das sowieso immer affig, wenn man eine Federung drin hat und dann die so knüppelhart ist, dass du sagen kannst, ja, da hättest du die Federung auch weglassen können. Ne? Nein, das ist nicht richtig. Das ist richtig. Ob ich den allerdings als PF-Version empfehlen kann, Powerfunk-Version, selbst wenn ich jetzt mal die Lego-Sachen auf Seite lasse, ich meine, wer will heutzutage noch mit Infrarot? Also da muss man schon hardcore-mäßig Lego drauf sein, dass man sowas will. Aber selbst wenn man das jetzt mit den moderneren Sachen machen hätte, ich glaube nicht, dass das dafür geeignet wäre im permanenten Dauereinsatz draußen. Also so 10, 20 Einsätze. Ich glaube, da würden Teile abfallen. Egal. So eine geniale Technik, die so da verbaut worden ist, die so genial konstruiert worden ist von Shippo, die wäre es schade, es nicht zu bauen. Die wäre es absolut schade, wenn man das nicht baut. Wow. Einfach nur wow. Ah, jetzt noch Nachteile. Bei Archco ist mir das aufgefallen. Ich habe nicht sehr viele große Dinger, Paneele dieser Größe. Aber guckt mal, auch die haben diesen komischen Streifen. Auch beim Grün hier vorne, Moment. So, seht ihr den? Sind ganz leichten hier so. Die haben alle dieses komische langgezogene S oder Schlangenlinie auf den großen Paneelen. Wie bei Archco sehr, sehr stark. Liegt wohl an der Herstellung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ha? Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ist ja wurscht. Ich muss nicht verstehen. Es ist halt so. Das ist aber auch der einzige Nachteil. Der andere Nachteil könnte vielleicht für den einen oder anderen sein, ja, man muss sich konzentrieren beim Bauen. Man muss sich konzentrieren beim Bauen. Denn die Anleitung ist Moltking-typisch hervorragend. Es geht nicht allzu viel ab. Es wird alles schön einfach und ordentlich erklärt. Und deswegen kann das auch wirklich fast jeder bauen, der ein bisschen technisches Verständnis mitbringt, schon mal das eine oder andere kleinere Modell gebaut hat. Der kriegt das mit Konzentration hin. Das ist überhaupt kein Ding, kann man gut erkennen. Wir haben Aufkleber, die sind aber relativ wenig. Das sind die zwei Adventure. Und das eine ist für das Tacho und das andere war hier vorne für den Wrangler. Da vorne. Und tatsächlich, wir haben echt Wrangler geschrieben. Finde ich gut. Finde ich klasse. Das da hier haben sie vorsorglich gedruckt, wenn man die Power Function dazu kauft, dass man die Motoren anschreibt, damit man und auf der Akkubox das anschreibt, dass man weiß, welche Motoren wo sind. Das ist eine sehr praktische Hilfe. Aber das war es auch mit den Aufklebern. Also sehr, sehr human und vor allem passende Farben. Passende Farben. Kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Also der Bauspaß ist absolut tipptopp. Ich habe 5 Abende gebraucht, ungefähr 2 Stunden. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich so mal wieder mein unsinniges Wissen, unnützes Wissen wieder mal aufgefrischt habe, indem ich ziemlich viele Folgen, wer weiß denn, sowas geschaut habe auf YouTube. Deswegen, ich würde sagen, 5 Stunden anständig konzentriert gebaut, dann habt ihr das drauf. Ne? Aber warum hetzen? Man kann sich Zeit lassen. Zwischendrin habe ich dann aber immer wieder, und das ist ein genereller Tipp, den haben viele von euch schon gehört, aber wer eher noch Anfänger ist, gerade bei so der Technik hier, wenn ihr mal irgendwelche Zahnräder einbaut,
lasst immer einen Mühe Abstand, ja, nicht alles presst, immer Mühe Abstand und bei jedem neuen Stück Technik, das reinbaut, immer drehen, ausprobieren, tut sich alles auch richtig schön leichtgängig drehen. Sobald es ein bisschen mühsam ist, ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann bastelt ein bisschen dran rum, spielt ein bisschen mit rum mit der Spielbarkeit, also mit den Abständen und so weiter, wenn das alles flüssig läuft. Wenn ihr das immer schön beherzigt, von A bis zum Schluss, dann werdet ihr die 6 Gänge klar hinkriegen, ihr werdet den 4 Allradantrieb, den Zuschaltbaren ordentlich hinkriegen und das andere auch. Hm? Ist also kein Hexenwerk, aber immer wieder testen. Denn das nochmal auseinanderzubauen, Lego-Technik ist schon nicht so ganz so nett auseinanderzunehmen, aber das hier braucht ein bisschen mehr Klemmkraft, das heißt, ihr braucht auch mehr Kraft, um das Ganze wieder auseinanderzuziehen. Also Fehler möchte man nicht unbedingt bauen. Ein bisschen konzentriert bei der Sache, dann klappt das. Ja? Mein Fazit fällt zwiespältig aus. Auf der einen Seite ist ein geklauter Mock. Bin ich kein Fan von. Ich kann aber auch verstehen, dass jemand sagt, ja, ich möchte aber Shibus Jeep bauen Version. Er bietet ja auch die Bauanleitung an. Ich habe aber die Teile nicht. Wo kriege ich die Teile her? Ne? Ich meine, auf Bricklink jedes Mal kaufen, 400-500 Stutz ausgeben für ein 2000 Teilemodell. Es ist jetzt auch nicht gerade unbedingt der wahre Jakob. Ne? Ich würde sagen, von Carter gibt es auch so eine Jeep-Version mit Motoren und so weiter. Die ist bei mir schon seit einem Jahr auf dem Programm. Der ist auch schon länger draußen. Da hättet ihr eine legale Variante. Allerdings weiß ich nicht, wie gut das ist. Allerdings ist Carter im Technikbereich eigentlich recht ordentlich. Ist sogar sehr gut. Keine Ahnung. Ich tue mir da zwiespältig. Ihr könnt mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Zu sagen, ja, okay, ich weiß, es ist ein geklauter Mock, aber ich kaufe es trotzdem und bezahle dem Erbauer seine 10 Euro. Wie auch immer. Ich bin da zwiegespalten, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Am liebsten wäre mir, wenn Motkin sich einfach von Anfang an mit den Leuten einigen täte, dass ich nicht mir wieder so ein halb schlechtes Gewissen habe. Auch keine Ahnung. Also Fazit. Shibus Garage hat ein super geniales technisches Auto hier entwickelt. Einen tollen Jeep Wrangler. Klar als solcher erkennbar. Die typischen Formen. Alles grandios. Von daher, das Fazit ist zwiespältig. Rein von Shibus Design und Konstruktion her gesehen, absolut erste Sahne. Und den Rest müsst ihr mit euch selber ausmachen. Okay? Okay. Also, danke fürs Zuschauen. Habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.